Hallihallo. So, dann versuchen wir doch mal. Also den hatten wir ja, dann wird der Alarm ausgelöst. Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Was soll denn dieser Unsinn? Das kann ich doch unmöglich selbst gesagt haben. Habe ich ja auch nicht. Hör gefälligst richtig zu. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Halt, stopp! Negativ! Kommando zurück! Gerade ist mir nämlich Folgendes wieder eingefallen. Die Dat verflickt. Warte, jetzt muss ich das nochmal machen. Was zum. Alles in Ordnung. Hört sich, da halten Sie auf. Okay, warte. Welcher Knopf war. Der hier? Nein. Auch nicht, der soll's. Jetzt können wir den. Also, wir müssen erst den Alarm ausschalten. Warte. Okay. Wie kommt's? Ja. Ich hab das jetzt mal geskippt gerade. Ja, wo ist die? Hallo, hallo. So, jetzt gehe ich mal ans Fenster. Was mit mir? Ah, jetzt kann ich nicht mehr, Hast du gehört? Sprich mit mir! Wieso kann ich denn jetzt nicht mehr mit ihm reden? Das ist doch jetzt irgendwie doof. Hallihallo! Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich mit mir! Hallihallo! Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich mit mir! Ah ja. Hallihallo! Moment. Momentchen. Die Data verflickt. Okay, wir skippen das nochmal. Was zum. Alles in Ordnung, Herr. Hört sich das mal. Schon gut. Welcher Knopf war gleich? So, jetzt schaltet er nochmal den Alarm ab. Nein. Oder versucht es. Auch nicht. Wir nehmen das Diktiergerät. Und haben jetzt ein bisschen Krach. Die Datasette ist im Safe. Haben Sie etwas gesagt, Herr Amtmann? Was? Mist. Okay, so das ist immer noch zu laut. Moment. Aber dann können wir ja hier ans Fenster gehen. Und jetzt können wir mal gucken. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet 4473. Aha. 4473. Wie Golds Geburtstag. Nein, warte. Der war 4437. 4473. 4473. 4473. Egal. Hauptsache, man kann es sich gut merken. Diese 44 irgendwas. So 4473. Okay. Das war eine Verwirrung. Habt ihr es gemerkt? Das Spiel wollte einen verwirren. Okay. Geschafft. Sieh mal gespannt, wie wir Na das also, machen. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Das ist doch das
Das gibt's doch nicht. Wo ist denn diese mistige Apparatur jetzt schon wieder hin? Oppenbock! Ich ja! Aber wenn man dann überprüft, wie's... Okay, wir müssen jetzt... Irgendwas müssen wir ja jetzt machen. Niemals. Dann kann er den Tresor öffnen. Achso, wir müssen erst... Zack. Sehen wir das Diktiergerät. Das geht auch unauffälliger. Ah, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel. Ich weiß, da glauben Sie weiter als ich. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. So. Hm? Bist du... Hallo, Ali? Hast du... 4:30. Warte, ich habe was vergessen, glaube ich. Wir hätten das bestimmt jetzt übersprechen müssen. Oh, dann müssen wir es halt nochmal machen. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung. Wee, wee, hört sich das so wee, an, als sei alles in Ordnung, Oppenbott. Alter. Welcher Knopf? Der hier? Na. Ja, okay. Alarm aus. 4473 ist der Code. Ist der Code. 4473. Na, wie... Wenn Sie mich... Ja. Ach, jetzt hätten... Ah, ich voll Idiot. Ja, hallo. Ali, hallo. Okay, nochmal. Ich hab vergessen, das Ding wegzunehmen. Der Code lautet... Okay. Sorry, dass ich ein bisschen hier fehle und so, ne? Wisst du Bescheid? Was zum... Alles in Ordnung. Ja. Pliss. Welcher? Der hier? Nein, der? Auch nicht. Wer soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können? Okay. Mal hier, warte, und dann gehen wir mal raus und genau. Dann gehen wir noch mal nach draußen. Und hier nochmal an das Dingens. Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. Okay. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Das könnte gut werden. So. Jetzt gehen wir hier rein. Legen das Ding wieder dahin. Und machen den Alarm aus. Ah, das war dann... geschafft. Okay, das können wir jetzt gerade nochmal skippen. Na, oh, jetzt habe ich zu viel geskippt, glaube ich. Egal. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Raus. Ah. Aha. Jetzt können wir nur wieder rein.
Das hintere Fenster. Ah. Ah, ah, aha. Aha. Sneaky Bastard. Also, wie war das jetzt gleich? I am N. Nee, Moment. Oh, verdammte Kiste. Unter der Lampe. Genau. Bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten. Hoppenbock. Okay. Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! So, jetzt aber. Wie war das nochmal? Ach ja, Goals Geburtstag. 4473. Nein, warte. Nicht Goals Geburtstag. Doch. Das war ja auch nicht Goals Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. Oh Gott. Die Aufstiegscodes. Endlich. Jetzt bloß raus hier. Schau, da ist noch ein Rebell. Los, schnapp ihn dir. Oh oh. Ah ja. Wo ist der hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen. Moment mal, da kauert doch jemand. Hey, du, komm sofort da raus. Jetzt bald oder muss ich dir Beine machen? Alter, dreimal Klitis, ich komm nicht klar. Herr Amtmann? Natürlich bin ich das. Sehen Sie zu, Ihr Kollege braucht Hilfe mit diesem... Jawohl, Herr... Okay. Haben wir die Aufstiegscodes? Wirklich? Nach die Zeit ist ab. Drei Teilen? Das war's dann wohl, Rufus. Einen Moment noch! Die anderen beiden! Was zum... Oh. Ach nein. Aua. Komm ich ungelegen? Ganz im Gegenteil. Wir waren gerade dabei, die Kanone auszurichten, um Elysium ein für alle Mal vom Himmel zu pusten. Bitte was? Hast du das vermasselt? Au quattro, alter Ego. Ich habe ihm erklärt, dass das nicht nötig ist. Weil du Goal retten kannst, nicht wahr? So gut wie erledigt. Nur zu. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz große Nummer. Und ob es die wird. Schaut genau hin. Okay, jetzt nehmen wir die Nukleinsäure und ich hoffe, dass das funktioniert. Bitte. Nein. Aber... Verbrennt ihre Zöpfe! Sägt ihnen die Beine kurz! Nein! Nein, das kann nicht sein! Das ist Donner! Ich sehe, dass es Donner ist! Wo ist Goal? Keine Ahnung! Und warum hatte Donner Goals Haarfarbe? Hermes! Bravo! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte, aber... Genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc? Nein, stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich hab dir nein, nein! Du hast es wieder vermasselt. Na los, Doc. Richte die Kanone aus. Es tut mir leid, Rufus. Wir haben keine Wahl. Keiner von uns will sterben. Aber genug jetzt! Öffnet das Kanonentor! Was? Gut so. Ist die Munitionskammer geschlossen? Wupsi. Das wäre ja fast schiefgegangen, was? Stopp, stopp! Das könnt ihr doch nicht machen! Ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Das schaust du mich so an. Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Natürlich gibt es die. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen.
Code Anchor. Ist Go jetzt schon auf dem Schiff? Das. Nun mal langsam! Willst du wirklich ohne Goal verduften? Goal ist in Sicherheit. Du bist nicht auf dem Laufenden. Bring das Mädchen rein. Goal. Da ist Goal. Wie kommst du hierher? Wo ist der andere Rufus? Ich verstehe kein Wort. Was meinst du denn damit? Ist doch egal, was schon wieder in deinem verschrobenen Hirn vor sich geht. Goal war niemals tot. Es gab tatsächlich einen Unfall mit einem defekten Verhörroboter. Aber natürlich konnten wir sie retten. Den Roboter warfen wir von Bord. Und diese andere Frau, diese Donna. Aber Hermes. Und da wir das nun glücklich geklärt haben, rück die Aufstiegscodes raus. Oder ich lasse deine Freundin tatsächlich vom Turm werfen. Das ist doch Unsinn. Ihre Leiche wurde mit mir vom Kreuzer geworfen. Du leidest offenbar unter Wahnvorstellungen. Werd's bald. Jetzt hört mir doch zu. Ich weiß, dass der dritte Rufus noch da draußen ist. Na und? Er kann alles wieder in Ordnung bringen. Das sagst du immer. Aber du hast noch nie etwas in Ordnung gebracht. Sieh es endlich ein. Er wird auch versagen. Genau wie du. Entschuldige dich bei uns. Und dann können wir endlich weitermachen. Entschuldigen? Wofür denn? Weißt du das wirklich nicht? Merkst du am Ende gar nicht, was du deinen Freunden antust? Immer und immer wieder? Ist das jetzt wirklich nötig? Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Nein, nein, er muss das lernen. Also Rufus, wir warten. Du willst mich doch einfach nur demütigen. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Es ist an der Zeit, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen. Also los, wir warten. Das ist alles nur ein Ergebnis deiner miesen Erziehung. Und wieder versuchst du die Schuld auf andere abzuwälzen, womit bewiesen wäre, dass man dir nichts, aber auch gar nichts beibringen kann. Du wirst immer derselbe Versager bleiben, der du schon als Kind warst. Ich bin kein Versager. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Ich entschuldige mich nicht bei dir, das kannst du vergessen. Alter, ist das ein fieser Typ. Ohne Witz. Ich wollte doch nur helfen. Jetzt tu mal nicht so. Du wolltest nur dir selber helfen. Ich habe immerhin den Widerstand gegründet. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Von wegen. Du wolltest nur Goal beeindrucken, damit sie dich mit nach Elysium nimmt. Und nicht einmal jetzt, wo du sie auf dem Gewissen hast, bist du bereit, deine Niederlage einzugestehen. Muss Deponia wirklich erst in die Luft fliegen, bevor du einsiehst, dass du allen schadest? Nun machen sie aber mal halblang. Es ist doch nicht seine Schuld, dass der Organon Deponia sprengen will. Das vielleicht nicht. Aber offenbar ist es ihm wichtiger, seinen Kopf durchzusetzen, als die Planetensprengung zu verhindern. Das stimmt doch gar nicht. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Oh, 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 oh. Ich werde mich garantiert nicht entschuldigen. Oh doch, das wirst du. Und wenn ich dir dafür die Ohren langziehen muss. Müssen sie ihm wirklich so zusetzen? Wir haben es doch alle gesehen. Er hat es vermasselt. Wozu müssen sie ihn denn jetzt noch so quälen? Ich will es von ihm hören. Na los, Rufus. Wir warten. Dann warten wir eben. Dann warten wir eben. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Und wenn er es geschafft hat, werdet ihr euch bei mir entschuldigen. So, du Verdammter! Oh. Siegel, was soll denn das? Das geht entschieden zu weit. Legen Sie die Waffe weg. Ja, das könnte ihm so passen. Aber ich habe es endgültig satt, mir von dieser Pestbeule auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ich will jetzt eine Entschuldigung hören. Laut und deutlich. Wird's bald? Er hat sie doch nicht alle. Warum tut er nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat eine Waffe. Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Dann hat dieser Spuk endlich ein Ende. Das war alles seine Schuld. Was? Stimmt doch gar nicht. Er ist schuld. Du bist dreimal mehr schuld, ohne Rückfahrkarte. Ey, das gilt nicht. Wohl. Ruhe! Entschuldigt euch gefälligst. Und zwar beide. Sonst rutscht mir gleich der Finger ab.
Dann erschieß mich doch. Dann werden alle sehen, wer hier das Arschloch ist. Du stirbst lieber, als es zuzugeben, was? Aber das könnte dir so passen. Na los, entschuldige dich! Ist ja schon gut. Ich entschuldige mich. Was? Wieso das denn? Vertrau mir. Wir sollten uns entschuldigen. Hast du was im Auge? Ich verliere langsam die Geduld mit euch beiden. Wieso denn mit mir? Das ist alles seine Schuld. Er hat Goal auf dem Gewissen. Ja, ja, und nicht nur das. Er hat Tonis Goldfisch ertränkt. Nicht doch. Er hat fremde Leute beleidigt. Es ist gerade so spannend. Er hat gestohlen, was das Zeug hält. Er hat Tonis Goldfisch ertränkt. Tut es dir nicht. Er hat fremde Leute beleidigt. Hey, Finger weg. Genau das meine ich. Ständig macht er Ärger. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Er hat sie doch nicht alle. Was soll? Er hat John F. Kennedy erschossen. Finger weg, hab ich gesagt. Siehst du? Er ist da. Und? Ja. Er ist schuld daran, dass Mutti gestorben ist. Was? Oh. Nicht. Also was ist jetzt? Bekomme ich meine Codes oder nicht? Gib sie ihm nicht. Aber dann wirft er dich vom Turm. Hauptsache einer von uns schafft es nach Elysium. Unmöglich. Ich kann doch nicht schon wieder für deinen Tod verantwortlich sein. Das hat mir beim letzten Mal überhaupt nicht gefallen. Was redest du denn nur für einen Unsinn? Wird denn das heute noch was? In der Zeit hätte ich mir schon längst eine neue Kopie der Datasette anfertigen können. Was denn? Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich die Daten nicht noch irgendwo anders gespeichert habe. Sowas nennt man Backup. Tja, ich habe mich immer gefragt, was wohl dein letzter entscheidender Fehler sein wird, Rufus. Ich denke, da haben wir ihn dann wohl. Oppenbot! Werfen Sie die Frau vom Turm. Aber... Nein. Weniger widersprechen, mehr Frau vom Turm werfen. Nein! Oh. Überraschung, Sohnemann. Du dachtest wohl, du könntest mir entkommen, was? Wozu eigentlich? Was bezweckst du damit? Keine Ahnung. Zeit schinden? Zeit? Wofür? Der dritte Rufus hat bestimmt einen Plan. Du benimmst dich wie ein Baby. Sieh es ein, der dritte Rufus hat es auch vermasselt. Ich benehme mich nicht wie ein Baby. Tust du doch. Der dritte Rufus hat es nicht vermasselt. Nanu, was ist das? Mein Babyfon klingelt. Ja, hallo? Ich habe es vermasselt! Mhm, alles klar, danke. Das war Rufus. Er sagt, er hat es vermasselt. Oh! Na sowas. Und los geht's. Hey, was soll denn das? Hey! Hey! Was ist das denn jetzt? Verdammt, tut das weh. Ich sag doch, ich fahr. Na dann, nichts weg hier. Komm schon, mach dich nicht so schwer. Wir haben noch Arbeit vor uns. Die wirst du wohl ohne mich erledigen müssen. Ich schaffe es nicht mehr.
Wovon redest du denn da? Natürlich schaffst du das. Leider nicht. Er hat mich doch ganz schön getroffen. Du bist jetzt wieder auf dich allein gestellt. Versprich mir, dass du Goal retten wirst. Und Deponia. Und dass du es nach Elysium schaffst. Tu es. Tu es für mich. Das ist jetzt eine ganz schöne Wendung, muss ich mal sagen. Aber gut. Halte durch. Du kannst es noch schaffen. Nein. Es ist zu spät. Alles wird dunkel. Du musst wach bleiben. Hörst du? Gib jetzt nicht auf. Mach dir mal keine Sorgen um mich. Ich komme schon klar. Solange ich auf der anderen Seite keine Schrottpressen reparieren muss. Lass mich jetzt nicht allein. Du kriegst das auch ohne mich hin. Du hast es immer alleine geschafft. Wäre doch eh blöd gewesen, wenn wir uns den Ruhm hätten teilen müssen. Ich schaff das nicht ohne dich. Doch, kleiner Anakin, Rufus, das tust du. Und tief in deinem Herzen weißt du das auch. Ich glaube an dich. Ich liebe dich. Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Ich bin ja auch echt lässig. Mach's gut, Rufus. Hast du's bald? Ich will ja nicht unromantisch erscheinen, aber wir haben hier nach wie vor ein paar riesige... Oh. Tja, das war's dann wohl. Schließlich hast du es doch noch geschafft, uns alle zu töten. Die Kanone war unsere letzte Chance. Und nun ist sie verstopft. Wir werden alle sterben. Und es ist alles deine Schuld. Vielen Dank auch, Rufus. Stopp! Ihr solltet euch was schämen. Ihr wollt allen Ernstes Rufus die Schuld geben? Wo wärt ihr denn jetzt ohne ihn? Doch immer noch zu Hause in Kuwak oder auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und ihr würdet da euer kleines Süppchen kochen und nicht einmal hochgucken, bevor die Bombentürme ihre Klammern öffnen. Er war es, der euch hierher gebracht hat. Er hat für euch und euren Planeten gekämpft. Und das, obwohl ihr ihn hasst. Er hätte mehrfach mit mir nach Elysium gehen können. Aber er tat es nicht, weil er euren Planeten nicht auf dem Gewissen haben wollte. Und nun verdammt ihr ihn nur, weil er das Gleiche auch für Elysium tut? Goal! Oh, Goal! Du lebst! Und du siehst gut aus! Und du lebst! Aber... Aber warum eigentlich? Wo warst du nur? Das ist eine lange Geschichte, die damit endete, dass Argus mich von der Spitze der oberen Aufstiegsstation werfen ließ. Ein Rufus sprang mir hinterher und erwischte mich nur wenige Meter vor dem Aufprall. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Flugroboter. Ich wurde abgeworfen, kurz bevor er das Tor zum Rebellenlager passierte. Zum Glück landete ich sanft auf einem Teigtaschenstand. Kann ich euch kurz unterbrechen? Bei aller Wiedersehensfreude. Hallo, Goal. Toni. Wir sind trotzdem noch zum Tode verurteilt. Ihr erinnert euch? Lass sie doch, Toni. Es ist egal. Wir können ohnehin nichts mehr tun. Ich weigere mich, das zu glauben. Es muss noch einen Weg geben. Was guckt ihr mich so an? Mein Plan war das mit der Kanone. Denkt ihr wirklich, ich hätte das gemacht, wenn ich einen anderen Ausweg gesehen hätte? Wenn ihr einen Plan wollt, dann muss der schon von Rufus kommen. Ist das dein Ernst? Und gute Nacht. Du, Doc, ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Tagen durchaus... ziemlich viel Mist gebaut und... Natürlich hat Rufus einen Plan. Was habe ich? Na, einen Plan. Einen genialen Superplan. Seinen besten bislang. Und er beginnt mit einem P, richtig? Uff. Also ich bin ja... Das hat jetzt schon Ausmaß wie so ein kleiner Kurzfilm angenommen, aber ich möchte jetzt die Folge auch nicht beenden. Ich mache das, ich ziehe das jetzt noch bis zum Ende durch. Ich bin, wow, ich bin geflasht. Okay, wir haben hier einen Stift.
Ich denke mal, wir haben einen Plan, wa? Okay, ein Plan also. Komm schon, Rufus, du bist gut in sowas. Du bist super, super, super. Nein, verdammt, bist du nicht. Du hast alles vermasselt. Siegel hatte recht, der Fahrstuhl ist futsch. Und Deponia wird gesprengt. Kein Plan der Welt könnte das noch aufhalten. Wir müssen... Du, das war echt total dufte von dir, dass du mich gerettet hast. Erinnere mich bitte nicht daran. Lass dir lieber schnell was einfallen. Du hast doch sonst immer irgendwelche Ideen. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Irgendwo in diesem Stift versteckt sich ein neuer Plan, der nur doch... Ich muss ihn nur... Ich habe es nicht nötig, immerhin... Ein Plan? Oh, verdammt. Ich bin so ein... Ein Plan? Oh, ich bin so ein... Ja, aber wir müssen doch... Hast du nicht... Nein, du hattest bereits der Plan, Elysium vom Himmel zu schießen, war der reinste Wahnsinn. Aber jetzt ist die Kanone ohnehin durch den Panzer verstopft. Und ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber dir muss etwas einfallen. Du bist doch der... Echte Bastler von uns beiden. Du irrst dich, Rufus. Ich bin vielleicht ordentlicher, genauer, zuverlässiger, geschickter und um einiges klüger als du. Aber das hier ist nicht die Zeit für bedachtes Handeln. Wenn es jemals den richtigen Augenblick für eine undurchdachte Verzweiflungstat gab, dann jetzt. Aber er hat recht, Rufus. Du kannst das. Nur ein Verrückter würde jetzt noch auf uns setzen. Und das bist du. Genau. Was hier fehlt, ist nicht nur ein weiteres bescheuertes Rufus-Manöver. Wir brauchen den absurdesten Plan, den du jemals ausgeheckt hast. Nicht mehr und nicht weniger als das ultimative Manöver. Rufus, du hast einen Plan. Naja, es ist nicht richtig, dass ich so weiß, es ist als jeder andere. Ich habe schon zu verlieren. Alter. Seid ihr euch sicher? Es wird nicht besser, wenn du noch länger daran rumzuppelst. Die Perücke ist nun mal etwas verbrannt, na und? Sei froh, dass wenigstens das Kostüm Oppenbots Absturz überlebt hat. Genau, yippie. So konnte ich meiner eigenen Leiche die Klamotten klauen. Am liebsten würde ich hopsen vor Glück. Meinst du nicht, dass das hier der falsche Moment ist, um sich in eine Zimperlise zu verwandeln? Ist ja schon gut. Meinetwegen kann's losgehen. Na dann, auf nach Elysium. Seid ihr euch sicher? Und auf geht's. Da läuft ja gar nichts. Hast du die Kabelwege überprüft? Ich dachte, das hätte Doc gemacht. Alles muss man selber machen. Müssen wir nochmal raus, oder wie? Oh, na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rum? Was ist das? Da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Okay. Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich bin es schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Brock. Sei nicht albern, Frau. Vielleicht, Doc. Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr schieben. Ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, jetzt sollte es funktionieren. Danke. Haben wir die ganzen Deponiader da hinten drin? Wie geil ist das denn? Sogar die Mooks. Oh. So, dann bin ich mal gespannt. Jetzt aber. Ach, Scheiße. Oh, Cutscene.
Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst, chaotisch, doch im Notfallszenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten halten besser mal ihren besserwisser Schnabel, die Dummen. Russasser Schnabel, die Dummen. Oh. Oh oh. Das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja. Sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal 10. Entschuldigung. Dürfte ich vielleicht kurz mal... Ich störe ja nur ungern, aber... Hallo. Achtung! Huch! Amtmann an Deck! Abteilung stillgestanden! Jawohl, Herr Amtmann! Ich meine, recht so. Okay, jetzt können wir hier durch. Das ist ein schönes Schiff. Noch mehr von der Sorte. Also muss ich hier schon mal so sagen. Achtung, Amtmann an Deck. Hey, ich sagte Amtmann an Deck. Ja, wissen wir doch schon. Erzählen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann. Nicht wahr?